So, Kapitel 6. Bossfight. Den ersten Schlüsselwächter. Tja, das ist der Hammer, Heiko. Ein heimlicher Hasenfuß. Okay, der Hammer, Heiko. Besiege den Zwischenboss? Der Hammer Heiko ist ein Zwischenboss? Ich muss zugeben, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er ein Zwischenboss ist. Aber gut. Okay, wie setzen wir das Ganze jetzt erstmal richtig in die Tat um? Bedauerlicherweise sehe ich jetzt hier nicht so ganz. Wo genau diese eine Röhre jetzt hier hinführt. Tja, wohin führt uns diese Röhre jetzt hier? Tja, dorthin. Also gut, Cranky Rabbit. Wollen wir doch mal sehen, wie weit können wir jetzt hier mit dir dann gehen. Tja, dann wollen wir mal sehen, was unser goldener Guppi denn jetzt hier ausrichten kann. Im Kampf gegen Zwischenbosse soll der ja gut sein. Aber wenn das Sack jetzt hier schon ein Zwischenboss ist, der ein Schlüsselbesitz. Da frag ich mich dann doch, er sagt auch. Wer mag denn er sagt jetzt hier der Boss des Strandgebietes sein? Die Frage muss jetzt hier wirklich gestellt werden. Wer ist jetzt hier der Boss des Gebiets überhaupt? Mal sehen, wie viel Affentheater wir jetzt hier fabrizieren können.
Tja, anscheinend einigermaßen viel Affentheater. Nicht übel. Wirklich ganz und gar nicht übel. Wirklich ganz und gar nicht übel, was wir jetzt hier bisher fabriziert haben. Muss man einfach sagen, Hammer Heiko schläft, der andere Sigi schläft, der sagt auch hier. Okay, die anderen sind der Sack jetzt hier auch mal wieder wach. Aber das macht jetzt der Sack hier auch recht wenig. Ja, das macht jetzt in der Tat hier recht wenig aus. Zuerst einmal Rabbit Peach, der goldene Guppy, aktivieren. Vielleicht kriegen wir so noch ein bisschen Stoßschaden auf Hammer Heiko. Nein, leider nicht. Aber wenigstens können wir so noch ein bisschen die Musik spielen lassen. Ein bisschen mehr Musik. So kriegen wir das gleich auch hier wieder hin. Okay, wo würde er jetzt als nächstes wohin wollen? Gute Frage, nächste Frage. Ich denke mal, ich bewege mich erstmal dorthin. Jetzt kommt die Heilung. Und er bewegt sich anscheinend wirklich in die falsche Richtung. Dorthin wollte ich ihn wirklich nicht haben. Ja, Cranky, wie kriege ich dich jetzt da wieder so schnell rüber? Vielleicht erstmal so. Es ist annehmbar, was wir hier machen. Wieder einmal muss ich leider zugeben, er haut in die falschen Richtungen ab. Ernsthaft? Hammer Heiko, er geht einfach in die vollkommen falschen Richtungen.
Ja, das hat jetzt auch nichts gebracht. Leider ebenso wenig was. Okay, Cranky, das war gut. Jetzt noch der böse Blick. Dann sagt jetzt noch ein bisschen Guano, Gaukler. Und damit hätten wir schon mal den ersten Torschlüssel. Die Schlacht wurde gewonnen. Wobei ich mich jetzt wirklich frage, wie viele Kapitel und vor allem, wie viele Bosse hat eigentlich das Spiel überhaupt? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Was werden wir, hier noch... Wow. Tja, Rabbit Cranky dreht durch. Wartet mal, wohin würde uns jetzt dieses Fass führen? Zu einem neuen Gebiet? Es müsste ein neues Gebiet sein, oder? Wir kommen jetzt erstmal wieder zu unserer Basiszentrale. Nein. Was ist das für eine Brücke? Natürlich, sie wurde von den Rabbits gebaut, die wir aus dem Griff des Megabugs befreit haben. Etwas Ähnliches haben wir am Pilzpalast gesehen. Sie scheinen es wieder gut machen zu wollen, indem sie alle möglichen nützlichen Dinge für uns bauen. Brücken, Rabulatorien, Waffen. Ein Hoch auf die unermüdliche Produktivität schuldgetriebener Angestellter. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel und es ist kein Schließfach und keine Topfpflanze in Sicht. Nutzen wir die Brücke, um uns am Rift umzusehen. Und Selfies zu schießen. Rabbit Peach, hör mit den Selfies auf! Oh, diese neumodischen Sachen. Sowas von nervig. Zu meiner Zeit hatten wir normale Fotoapparate, die einfach sofort Bilder schossen. Nannte sich Sofortbildkameras. Oh yeah, sexy. Wow. Ja, ich habe so ungefähr das Gefühl, demnächst wird eine Prinzessinnenentführung wohl auf dem Plan stehen. Hm? Ja, ja, ja. Oh, was haben wir jetzt hier? Den Notruf. Und den Koi-Toi-Toi. Hm. 5, 6. Okay, wir haben hier noch 6 Waffen quasi. Einen Koi, einen Notruf. Was haben wir hier? Gegen Hopser. Gegen Sammler. Ich denke mal, wir aktivieren erstmal den Seestern. Gut, Sekundärwaffe. Die Tiefsee-Todesfee. Gegen Sammler. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber wie wär's denn jetzt erstmal mit... Okay, den Distanzschuss Dino. Wenn wir dann sowieso extra Schaden gegen Verteidiger dann auch noch machen können, ausführen können, dann ist das jetzt sowieso passend. Wir haben jetzt 8 von denen hier. Was machen wir? Hochsitzbonus? Hm, ich weiß nicht so ganz. Tja, gute Frage, nächste Frage.
Naja, natürlich haben wir hier noch ein paar Sachen extra auszuführen. So, damit hätten wir jetzt auch erstmal ein paar Sachen jetzt auch mal wieder verteilt. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Kampfzentrale? Ne, da können wir nichts machen. Können wir auch irgendwo speichern? Verlassen uns zum Atoll? Das wäre jetzt eigentlich auch mal interessant. Wie sieht es jetzt eigentlich hier drüben aus? Oder wie konnten wir eigentlich noch speichern hier? War wohl, glaube ich, erst auch, indem wir zurück zum Hauptmenü konnten. So oder so sage ich dann jetzt erstmal an der Stelle hier vielen Dank fürs Zusehen dieses Parts. Und im nächsten Part geht es dann erstmal, naja, zu einem weiteren Puzzleteil, wie es aussieht. Obwohl, warte mal, das Puzzleteil holen wir uns jetzt noch. Und dann wird gleich der Part beendet. So oder so. Hier gibt es exakt 512.653 Palmen von dieser Art. Aber sie müssen sich auskennen, um diese erstreiten. Lächerlich. Tja, und damit sage ich jetzt wirklich erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Wenn ein neues Kapitel beginnen wird. Hier am Strand. Bis dann und ciao. Bis dann.